Heute habe ich für euch 10 nützliche Tipps und Tricks, die man in Monster Hunter Rise unbedingt kennen sollte, wie zum Beispiel 8% mehr Schaden mit jeder Waffe und 9,5% mehr Verteidigung. Außerdem habe ich für euch noch japanische Neuigkeiten zu einem anderen Game. Bleibt dran, lohnt sich. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin's Corypheus und heute für euch mit einem weiteren Monster Hunter Rise Video zurück. Bis jetzt ist jeden Tag ein Monster Hunter Video auf meinem Kanal seit Release erschienen. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit, habt Bock auf mehr. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Die 10 Tipps und Tricks, die ich heute zeige, richten sich mehr an Anfänger. Ich habe aber auch ein paar für Fortgeschrittene drin, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Bevor wir ins Video eintauchen, habe ich für euch noch coole Neuigkeiten zu Raid Shadow Legends. Die haben nämlich eine brandneue Oni-Samurai-Fraktion ins Spiel reingebracht. Und ihr wisst, ich bin Japan-Fan. Die neue Fraktion heißt Shadowkin, ist stark vom japanischen Mythos inspiriert. Es gibt blitzschnelle Ninjas, gefährliche Samurai und bedrohliche Oni. Seit hunderten von Jahren hat niemand mehr von ihnen etwas gehört und nun sind sie wieder aufgetaucht, stärker als zuvor. Zieht euch mal diesen heftigen Oni rein, er sieht super cool aus, ist verdammt stark und wo er herkommt, gibt's noch mehr. Aktuell lohnt es sich extrem, Raid auszuprobieren, denn gerade läuft noch das zweijährige Jubiläum. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, Turniere mit geilen Belohnungen. Das Ganze geht bis Mitte April und ist die beste Zeit, in Raid einzusteigen. Demnächst bekommt auch der Doom Tower ein neues Upgrade mit 2 neuen epischen Bossen. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn aktuell macht der Doom Tower mir am meisten Spaß. Die Bosse sehen cool aus, sind herausfordernd und haben echt coole Mechaniken. Bevor ich es vergesse, man kann Raid nicht nur auf dem Handy spielen, sondern auch gechillt am PC auf dem großen Bildschirm. Wenn du jetzt Bock drauf bekommen hast, dann lad dir Raid einfach kostenlos über den QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung runter. Du hältst außerdem den Epic Champion Jotun, 100.000 Silber, 50 Juwele und 3 antike Splitter, damit du noch weitere Champions beschwören kannst. Du findest alles oben rechts in deiner Postbox, aber nur für die nächsten 30 Tage. Also worauf wartest du noch? Einfach kostenlos runterladen, Boni abstauben und viel Spaß beim Zocken. Kommen wir zum ersten Tipp und zwar, wie bekommt man ca. 8% mehr Angriff bei jeder Waffe und ca. 9,5% mehr Verteidigung. Das geht beim Händler Cargro, dort einfach mal hingehen, auf Kaufen, dann auf Objektruhe und dann kauft ihr die 2 letzten Items, Kraftamulett 2-mal und Panzeramulett 2-mal. Das ist zwar ein bisschen Geld, das lohnt sich aber. Wer noch Geldprobleme hat, kann gern oben rechts aufs i-Zeichen klicken, da zeige ich euch, wie ihr richtig schnell 300.000 Zennis in 10 Minuten farmen könnt. Dann könnt ihr euch easy beide Sachen 2-mal kaufen. Danach müsst ihr Folgendes tun, ihr habt es ja gerade in die Objektruhe reingetan, ich zeige euch mal, wie viel Schaden ich aktuell besitze. Ja, ich habe 188 Schaden mit dem Großschwert und wir gehen jetzt einmal an die Objektruhe ran, geht auf Herstellungsliste und dann auf die allerletzte Seite. Und da seht ihr, kann man aus dem Kraftamulett und dem Panzeramulett noch eine Kraftkralle und eine Panzerkralle herstellen. Man braucht dazu noch ein anderes Produkt, das kriegt man sehr spät im Spiel. Ich möchte euch deswegen auch nicht spoilern, deswegen gehe ich da nicht drauf. Wenn ihr das Produkt aber habt, dann sind diese Fragezeichen weiß, nicht mehr grau. Und ihr könnt dann jeweils einmal die Kraftkralle und die Panzerkralle herstellen. Und wenn ihr dann alles hergestellt habt, also beide Sachen, dann geht ihr auf euren Objektbeutel. Und dann ganz wichtig, ich sortiere das mal kurz. Wir gehen jetzt auf die Seite rüber und tun nämlich dann beide Sachen rein. Ihr seht hier, das Kraftamulett habe ich ja 2-mal gekauft. Dann habe ich einmal die Kraftkralle hergestellt, das Panzeramulett und eben auch die Panzerkralle. Und wenn ich jetzt eben zurückgehe und in mein Inventar, bei meinem Status reingucke, seht ihr, ich habe einen Schaden von 203 Punkten. Das sind eben ca. 8% Angriff, die jetzt beim Großschwert mehr sind. Die Rüstung liegt auf 31 Punkte, wie ihr jetzt hier seht, weil es auch ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber natürlich ist die Rüstung höher, ich bin ja jetzt nackt, dass ihr das jetzt oben seht mit der Waffe, dass kein Angriffsboost oder so weit drin ist. Ist ein super geiler Tipp, lohnt sich wirklich, macht das Ganze, mehr Verteidigung und mehr Schaden kann jeder gebrauchen. Mit dem Tipp Nummer 2 könnt ihr euren Charakterumriss im Kampf hervorheben. Das seht ihr auch bei mir, gerade wenn das Monster eben vor mir steht, mein Charakter eigentlich verdeckt ist und ich sehe den nicht, habe ich eine rote Linie um meinen Charakter rum und weiß eben, wie mein Charakter steht. Das ist wirklich eine super coole Sache. Das könnt ihr einstellen unter der Plus-Taste, geht auf die letzte Seite Optionen, dann auf Spieleinstellungen und dann beim Charakterumriss könnt ihr das Ganze einstellen. Standard ist es eben aus. Ihr könnt aber auch sagen, der Charakter soll weiß umrandet sein, schwarz, gelb, rot oder zum Beispiel auch blau. Könnt ihr selbst entscheiden. Finde ich auf jeden Fall sehr nützlich.
Tipp Nummer 3 richtet sich an die Neueinsteiger, und zwar kann man sehen, wenn das Monster fast tot ist. Das passiert, wenn oben rechts in der Ecke ein blauer Totenschädel erscheint. Dann weiß man, das Monster hat nur noch 10% Leben. Es geht dann einmal ins Nest. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Es schläft dann dort. Oder man kann das Monster bei 10% Leben auch fangen. Bedeutet einfach eine Schockfalle legen, eine Fallgrube. Wenn das Monster drin sitzt, 2 Beruhigungsbomben. Und dann ist das Monster gefangen. Beruhigungsbomben kann man auch super easy beim Händler, beim Cargo-Händler kaufen. Und einerseits lohnt es sich manchmal, die Monster zu fangen und an bestimmte Materialien ranzukommen. Manchmal sollte man das Monster aber auch lieber töten. Tipp Nummer 4 sind die Jägernotizen. Ich hoffe, ihr habt alle da schon mal reingeguckt. Die sind super nützlich. Ihr geht einfach auf die Plus-Taste, dann auf die dritte Seite Jägernotizen. Und dann könnt ihr bei großen Monstern oder auch bei kleinen Monstern nachschauen, was die für Materialien geben. Einfach auf die letzte Seite. Ihr könnt zwischen niedrigrangig und hochrangig umschalten und seht dort eben, wenn ihr das Produkt einmal schon oder die Materialien einmal vom Monster schon erhalten habt, eben alle aufgelistet mit der Prozentchance, ob es ihr eher lohnt, das Monster zu fangen oder vielleicht eher zu töten, weil man es am Schluss eben besser rauslooten kann. Das geht bei den ganzen großen Monster. So könnt ihr einmal durchklicken und jedes Material im Endeffekt sehen. Falls ihr mal eins irgendwie braucht, wisst nicht, wo es ist, guckt erstmal hier rein und vielleicht findet ihr es hier. Das Ganze auch bei kleinen Monstern könnt ihr auch drauf gehen auf Materialien und da seht ihr eben auch, was die kleinen Monster an Materialien geben. Dort sind bei mir noch einige Fragezeichen, weil ich eben noch nicht jedes Monster oder von jedem Monster jedes Material gelootet habe. Tipp Nummer 4, da haben mich immer sehr viele danach gefragt, ist, wie rufe ich eigentlich den Kauz in Kamura? Und zwar geht das unten über den Schnellslider auf der rechten Seite. Kauz rufen, einfach drauf gehen und dann könnt ihr euren Kauz rufen. Ihr könnt ihn füttern, ihr könnt ihn streicheln. Ich hole ihn mal ganz kurz her, das dauert kurz, zack. Hier ist auch der Kauz, ihr könnt auch mit ihm dann durch die Gegend laufen, in die Versammlungsstätte rein. Und wenn ihr die X-Taste drückt, dann könnt ihr zum Beispiel den Namen nochmal nachträglich vom Kauz ändern. Meiner heißt jetzt Haki, ich hoffe, er sieht das Video auch. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz zurück. Oh, jetzt habe ich es aussehen gelöscht. Naja, jetzt ist es abgebrochen. Dann könnt ihr einmal oben euren Kleidungsstil ändern von ihm. Ihr könnt verschiedene Rüstungen im Spiel finden oder auch, glaube ich, freischalten. Ich habe jetzt noch nicht allzu viele. Und ihr könnt auch die Outfit-Farbe nochmal separat vom Kauz abändern. Ist auf jeden Fall ganz nett, weil man sieht ihn überall mal in Kamura rumsitzen. Tipp Nummer 6 ist für alle wichtig. Ich kann es euch nur empfehlen, den Autospeicherstand vom Spiel auszumachen, denn das Spiel speichert alle paar Sekunden und das hat einen großen Nachteil. Egal, wo ihr gerade unterwegs seid, ob ihr beim Schmied seid oder auch nur die Plus-Taste drückt und ihr geht aus dem Menü wieder raus, seht ihr unten rechts eine Eule und das Spiel speichert dann. Und das hat einen großen Nachteil, gerade wenn man beim Schmied ist und immer wieder mal neue Waffen testen möchte, die eben herstellt, auch neue Rüstungsteile und möchte die dann eben im Trainingsbereich testen und zack, ihr geht aus dem Schmiede raus, wird direkt gespeichert. Bedeutet, ihr könnt die Waffen zwar testen und alles, merkt aber, die Waffe ist schlechter und dann könnt ihr aber... Ja, im Endeffekt sind die Materialien dann verschwendet, weil ihr braucht diese Waffe nicht mehr. Deswegen kann ich euch empfehlen, drückt die Starttaste, dreht auf Optionen drauf, Speicherdaten und macht das Ganze auf Aus. Ihr werdet nach jeder Quest sowieso gefragt, ob ihr speichern möchtet. Das steht Standard auf Ja. Seht ihr hier auch eingeblendet. Ihr bestätigt einfach weiter mit AAA und dann ist das Spiel immer nach einer Quest auf jeden Fall safe gespeichert. Und in Kamura selber wird das Spiel eben nicht gespeichert, hat eben den Vorteil, ihr könnt die Sachen gechillt herstellen bei der Schmiede, rüber in Arena, in Trainingsbereich gehen und ja, könnt dann eure Waffen und Rüstungen testen. Sind sie nicht gut, könnt ihr das Spiel einfach schließen, neu starten und ihr habt eben die Materialien nicht verbraucht. Ist bei mir Standard immer an und kann ich euch nur empfehlen. Tipp Nummer 7 ist klein, aber fein. Es betrifft den Fotomodus. Und zwar, wenn ihr im Fotomodus drin seid, könnt ihr ja euren eigenen Charakter nicht fotografieren. Das funktioniert aber, wenn man den linken Stick reindrückt. Dann kommt eine kleine Eule und hebt eure Eule im Endeffekt. Die sieht man jetzt leider im Moment nicht. Und die hebt für euch die Kamera. Und so könnt ihr eben ein schickes Gruppenfoto mit all euren Kollegen schießen. Tipp Nummer 8. Ihr könnt nachträglich noch die englischen Stimmen auf Japanisch umstellen oder andersrum. Das wurde ich wirklich sehr oft gefragt, wie das Ganze geht. Das Ganze geht nur im Hauptbildschirm unter Optionen. Und dann seht ihr unten die Sprache und dann könnt ihr separat die Stimmen der Charaktere eben nochmal umstellen von Japanisch auf Englisch oder von Englisch auf Japanisch. Tipp Nummer 9 richtet sich eher wieder an die Neueinsteiger. Tipp Nummer 10 ist für alle was. Extrem cool, kann ich euch sagen. Ist eine super coole Abkürzung. Tipp Nummer 9 ist erstmal die Wunschliste. Die solltet ihr auf jeden Fall verwenden. Ihr könnt das bei Rüstungsteilen oder auch bei Waffen machen. Ich gehe jetzt mal aufs Großschwert drauf und klicke jetzt hier einfach auf das Untermenü mit der Y-Taste und kann hier eben zum Beispiel diese Waffe auf die Wunschliste setzen. Bedeutet, diese Waffe wird eben separat markiert, wenn man sie hier einem Punkt zuweist. Und sobald man diese zwei Kämpfe
Kestodon-Panzer gesammelt hat. Das seht ihr auch jetzt auf der rechten Seite unten eingeblendet. Sobald ich zurückkehre von einer Quest und habe diese zwei Materialien bekommen, wird mir das angezeigt und ich weiß, okay, ich kann diese Waffe herstellen. Ist eben angenehm, man muss nicht immer zur Schmiede laufen und nachgucken, ob man eben die Materialien hat, sondern es wird einem gleich angezeigt und dann weiß man, ob man hinlaufen muss oder nicht. Tipp Nummer 10 ist für alle extrem nützlich, der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht entdeckt, und zwar ist in dieser Slidebar unten rechts die Questtafel mit drin und so kann man, egal wo man gerade ist, in Kamura eben ja die Städte-Quest im Endeffekt aufrufen oder auch die Beitrittsanfragen beantworten. Eine mega coole Sache, man muss eben nicht immer in die Versammlungsstätte gehen, sollte bei euch eigentlich Standard drin sein. Falls nicht, müsst ihr die Plus-Taste drücken, auf die letzte Seite Aktionsleiste, dann ins Dorf und dann könnt ihr hier einzeln die Sachen hinzufügen. Schreibt mir in die Kommentare, ob da ein Tipp dabei war, der euch jetzt weiterhilft, den ihr noch nicht kanntet. Bin gespannt, was das für ein Tipp war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch etwas gebracht. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wer mehr zu Monster Hunter Rise sehen möchte, kann immer gerne auf meinem Kanal vorbeischauen oder auch gerne ein Abo dalassen. Das war's soweit vom Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.